Du knickst beim Sport häufig um und leidest unter einem instabilen Sprunggelenk? Mit unseren neuen Übungen zur Fußstabilisierung wirst du wieder sicher in deinem Training. Bettina trainiert jetzt den Einbeinstand auf einer weichen, instabilen Unterlage. Dabei probiert sie sowohl in den Zehenstand als auch in den Fersenstand zu gelangen und danach die Innenkante und die Außenkante des Fußes zu betonen, um die Stabilität im Sprunggelenk zu verbessern. Diese Übung ist für Bettina sehr schwierig durchzuführen, weshalb sie Hilfestellung durch die Therapeutin erfährt. Bettina trainiert auf dem Therapiekreisel die Fuß- und Beinachsenstabilität. Sie wird dabei von der Therapeutin unterstützt und angehalten, auf dem Therapiekreisel nach vorne, hinten, innen und außen zu kippen. Idealerweise wird mit der Kante des Therapiekreisels der Boden nicht berührt, sodass man stets in einem instabilen Zustand bleibt und das Gleichgewicht aktiv herbeiführen muss. Bettina trainiert eine erneute Übung im Einbeinstand auf instabiler Unterlage. Hierfür muss sie die Stabilität im Sprunggelenk und im Fuß halten, während sie mit dem Oberkörper eine gerade Linie bildet und sich leicht nach vorne neigt. Bei Fortgeschrittenen kann für diese Übung eine Vorneigung bis zur Bodenparallele erfolgen und gegebenenfalls sogar noch als weiteres Erschwernis ein Medizinball in den Händen gehalten werden. In diesem Fall ist allerdings unter der sporttherapeutischen Anleitung eine leichte Übungsausführung mit nur leichter Rumpfvorneigung mehr als ausreichend, weil der Fuß mit der Stabilisierungsarbeit noch nahezu überfordert ist. Bettina trainiert bei dieser Übung mit dem Theraband gezielt die Wadenbeinmuskulatur. Der Wadenbeinmuskel ist der einzige Muskel des menschlichen Körpers, der ein Umknicken aktiv verhindern kann. Alle anderen Fußmuskeln arbeiten eher in die Richtung des Umknickens selbst, weshalb es sich hierbei auch um eine so häufige Sportverletzung handelt. Umso wichtiger also, hier mit dem Theraband aktiv die Bewegung des Fußrückens nach oben außen mit dem Anheben des äußeren Fußrandes zu trainieren. Die Übung wird in 3 Durchgängen mit jeweils 15 Wiederholungen durchgeführt. Als Variante der eben gezeigten Übung trainiert Bettina hier mit einem Rubberband dieselbe Bewegungsausführung zur Aktivierung des Wadenbeinmuskels links. Es ist dabei allerdings erforderlich, mit dem anderen Bein, das außen rotiert gehalten werden muss, eine weitere Stabilisierung der Übungsausführung durchzuführen. Bettina führt hier eine dynamische Übung zur Stabilisierung des Sprunggelenkes durch, bei der sie in den Einbeinstand auf eine instabile Unterlage springt. Es fällt ihr dabei sehr schwer, im Moment der Landung den Fuß in eine stabile, muskulär gesicherte Position zu bringen, sodass auch hier die Intervention der Therapeutin erforderlich ist. Aber nur durch das Aktivieren der inneren und äußeren Muskeln am Sprunggelenk wird sie auch künftig beim Laufen die nötige Sicherheit und Stabilität haben. Man würde hier auf jeder Seite 3 Durchgänge mit 10 bis 20 Sprüngen durchführen. Bettina trainiert hier eine Sprungübung über ein Hindernis. Dieses wurde in diesem Falle so leicht wie möglich gewählt. Üblicherweise kann man auch einen hochgelegten Stab verwenden, um die Sprunghöhe zu erhöhen. Aber auch hier ist es erforderlich, dass die Therapeutin interveniert, sodass der Fuß überhaupt aktiv stabilisiert wird und nicht passiv in der Fehlhaltung abgesprungen wird. Bettina trainiert hier Dropjumps auf eine instabile Unterlage. Auch hierbei muss sie trainieren, mit therapeutischer Anleitung in der Landephase das Fußgewölbe aktiv zu stabilisieren und nicht in ihre gewohnte Fehlhaltung zu verfallen. Natürlich kann man die Übung durch einen höheren Kasten in ihrem Schwierigkeitsgrad steigern
und auch die Veränderung der instabilen Unterlage hin zu einer noch weicheren Matte ist möglich. Es werden 3x 10 bis 20 Wiederholungen pro Seite trainiert. Bettina trainiert hier an der Koordinationsleiter eine zunächst einfache Schrittfolge, die es ihr ermöglicht, die Stabilisierungsarbeit von Sprunggelenk und Beinachse in der Bewegung zu verknüpfen und sicher zu erlernen. Du möchtest noch mehr zu diesem Thema erfahren? Dann sieh dir doch die lange Version dieses Filmes an. Dort kannst du sehen, wie ich in meiner Praxis derartige Verletzungen diagnostiziere und therapiere. Und wenn du mit anderen Läufern in Kontakt treten willst und dich austauschen möchtest, dann nutze gerne die Kommentarfunktion in diesem Kanal. Ich bin Matthias Marquardt, dein Laufexperte.